fühlen könnt, wie das für uns Laien hier so ist, das wie wir hier plötzlich erleben sollen. Das ist eine wirkliche Maske. Das ist nicht unbedingt ein schönes Gefühl. Ich möchte mit einem Satz beginnen. Und sie bewegt sich doch. Als ich diesen Satz vor vielen Jahren las, wie ich jung war, da dachte ich mir, boah, bin ich glücklich, dass ich in einer Zeit lebe, wo man der Erkenntnis folgt. Nachdenklich wurde ich dann bei Semmelweis. Ihr kennt ja den Gynäkologen Semmelweis, von dem die Medizin so ganz stolz berichtet, was er alles geschaffen hat. Habt ihr gewusst, was Semmelweis Ich trage in mir das Bewusstsein, dass seit dem Jahr 1847 Tausende und Tausende von Wächterinnen und Säuglingen gestorben sind, welche nicht gestorben wären, wenn ich nicht geschwiegen hätte, sondern jeden Irrtum, welcher über Purpuralfieber, Kitzbettfieber verbreitet wurde, die nötige Zurechtweisung hätte teilwerden lassen. Das Morden muss aufhören, und damit das Morden aufhören, werde ich Wache halten. Und wenn jeder, der es wagen wird, gefährliche Irrtümer über das Kitzbettfieber zu verbreiten, wird an mir einen rührigen Gegner finden. Für mich gibt es kein anderes Mittel, dem Mord Einhalt zu tun, als die schonungslose Entlarvung meiner Gegner. Und niemand, der das Herz auf dem rechten Fleck hat, wird mich tadeln, dass ich diese Mittel ergreife. Das war ein Brief von Semmelweis, und ihr könnt euch vorstellen, wie es einem Kollegen gegangen ist. Gegen diese, unter Anführungszeichen, Verschwörungstheoretiker.
Ein weiteres Beispiel. Ellie Stewart, Ärztin. Sie hat es gewagt, herauszufinden, dass es einen Zusammenhang geben könnte zwischen der hohen Krebsrate bei wohlhabenden Eltern oder bei Kindern aus wohlhabenden Familien und der Röntgenuntersuchung. Bis zu dem Jahr 1940 hat man das Röntgen sehr kritiklos eingesetzt. Man hat Menschen, wenn sie sich Schuhe kaufen, die wird einfach geröntgt. Und plötzlich kam es zu einer erhöhten Rate von bösartigen Tumoren, hauptsächlich bei Wohlhabenden. Sie hat es publiziert und was war der Dank der Scientific Community? Sie wurde eben als lesbisches Weib tituliert, ihr wurde die Berufsberechtigung entzogen und erst 25 Jahre später hat man ihre Erkenntnis dann gebilligt. Eine weitere Urologin, auch eine Verschwörungstheoretikerin, Bernice Eddy. Sie war am National Institute of Health beschäftigt und konnte nachweisen, dass im Impfstoff gegen die Polio ein Virus, ein Affenvirus zu finden war, den man bis dato noch nie im Menschen isoliert hat. Als sie ihre Vorgesetzten darauf aufmerksam machte, hat man sie einfach gekündigt. Es kam, obwohl die Laboratorien wussten, dass also dieser Impfstoff, dieser Polio-Impfstoff problematisch ist, kam es trotzdem zur Ausrollung des Impfstoffes. Über 200.000 Menschen wurden damals mit diesem Virus, diesem Affenvirus infiziert, 70.000 erkrankten und viele Hunderte blieben mit bleibenden Schäden. Es war ihr nicht möglich, die wissenschaftliche Gesellschaft zu überzeugen, dass diese Kontamination mit dem Affenvirus eine Gefahr darstellt. Erst 1996 fanden dann Forscher heraus, dass unser Genom mit diesem Virus komplett durchseucht ist. In über 23% der menschlichen Blutproben findet man jetzt dieses Virus, was eigentlich immer nur bei Affen vorhanden war. 45% der Spermaproben sind positiv. Und wisst ihr, wofür man dieses Virus im Labor verwendet? Es ist das SV40-Virus. Dieses Virus verwendet man dafür, um künstliche Tumore bei Versuchstieren zu erzeugen. Das ist, was wir jetzt in unserem Genom tragen, aufgrund einer verpuschten Polio-Impfung. Sie hat es vor 30 Jahren publik machen wollen und wurde nur als Verschwörungstheoretiker abgetan. Hast du gut, haben wir noch einen letzten. Wir könnten diese Liste jetzt ewig fortsetzen. Und ich möchte euch dann erklären, worauf ich hinaus will. Wir haben hier Anthony Morris, ein Bakteriologe. Er wagte es, seinen Vorgesetzten zu sagen, hey, liebe Leute, irgendwie die Impfungen, an denen ich arbeite, die haben ja keinen Nutzen. Es war die Schweinegrippe-Impfung. Man riet ihm, er soll den Mund halten, sonst verliert er seinen Job. Er hat den Mund gehalten und öffnete ihn erst dann wieder, als es nach der Impfung zu vermehrten Auftreten von neurologischen schweren Erkrankungen kam. Was war die Folge für ihn persönlich? Seine Laboratorien wurden geschlossen. Er durfte nirgendwo mehr publizieren und wurde vom NIH, National Institute of Health, entlassen. Ich könnte euch diese Liste jetzt ewig fortsetzen. Das sind die Peers und die Konstantinas aus der Vergangenheit. Das ist nämlich nicht etwas, wo die Medizin ein Einzelproblem hat. Das ist generell ein Problem in unserer medizinischen Gesellschaft. Es regiert nicht die Erkenntnis, es regiert nicht die Wissenschaft, es regiert nur das Geld. Ganz deutlich wird es sichtbar bei einem der letzten
mal was gehört habe von... Moment, dass ich den Namen richtig ausspreche, tut mir immer schwer mit Namen. Peter Götzsche war der Gründer der Cochrane Library. Ich habe euch schon ein paar Mal was über die Cochrane Library erzählt. Das ist eine Datenbank, die gegründet wurde von Ärzten, weil ihnen am Nerv ging, dass es in der Medizin so unwissenschaftlich zugeht. Vor über 20 Jahren taten sich dann Leute zusammen wie Peter Götzsche und sagten, du passt auf, wir brauchen einen Biologen, einen Mathematiker, einen Mediziner, einen Physiker, die alle zusammen die Köpfe anstrengen und sich die bestehenden Publikationen, sich die bestehenden Therapieempfehlungen genau ansehen und sie evaluieren, ob sie irgendwie auch einen Sinn machen. Das war vor 20 Jahren die Geburtsstunde der Cochrane Library. 2018 wurde Peter Götzsche gekündigt, von wem? Von Bill Gates, weil er sich kritisch zu einer Impfung aussprach. Das ist es, wie es in der Medizin zugeht. Und wir haben hier drüben die Polizei stehen. Ich muss mich bei euch vielmals bedanken. Ihr macht einen super Job. Aber ich möchte euch eine Frage stellen. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr zu einem Tatort kommt und ihr seht den Verbrecher, der mit dem Messer zusticht? Und ihr versucht dann zu einem Vorgesetzten zu gehen und ihm zu sagen, du pass auf, wir haben den Verbrecher gesehen, wir haben gesehen, was er gemacht hat. Und das Einzige, was ihr dann von eurem Vorgesetzten hört, ist, du bist ja ein Wahnsinniger, du bist ein Rechtsextremer, du bist ein Verschwörungstheoretiker, egal was, wie fühlt sich sowas an? Und solche Beispiele wie die Konstantina oder wie der Peer, das soll für euch etwas sein, wo ihr wachgerüttelt werdet und anderen Menschen helft, klarzumachen, dass wir ein höchst korruptes Medizinsystem haben, eine Medizinwissenschaft. Ich habe euch hier ein paar Bücher mitgebracht und das ist auch nur die Spitze des Eisberges. Zu dem Thema gibt es nicht nur Bücher, nicht nur Dokumentationen. Es gibt wahnsinnig viel. Aber es wird nur dann eine Kraft bekommen, wenn wir miteinander in Liebe aktiv werden. In diesem Sinne, alles Liebe. Sondern diese Dinge bekommen nur eine Kraft, wenn wir aktiv werden. Wieso haben wir Fact.Fans gegründet? Wir versuchen uns seit vielen Monaten Menschen ins Tun zu bekommen. Wir haben das zum Beispiel probiert mit Microsoft, hat nicht geklappt. Wir haben es probiert mit Google, hat nicht geklappt. Jetzt probieren wir es mit Fact.Fans. Das ist eine Seite, die ist so aufgebaut wie Facebook. Und wir versuchen dort Menschen eine Anleitung zu geben, dass sie miteinander ins Tun kommen. Das heißt, dass man dort nicht Fotos macht von sich selber, was man das beim letzten Urlaub gegessen hat, sondern dass man sich überlegt, du, wenn ich jetzt was poste, wie kann ich da dem anderen helfen? Das heißt, weg von diesen Ego-Spielchen.
hin zum Internet der Menschen. Menschen für Menschen. Und diese Plattform wird natürlich nur dann Leben bekommen, wenn ihr sie besucht. Wenn ihr ein Verständnis entwickelt, das nicht gleich alles super toll klappen kann. Wenn ihr konstruktiv euch dabei beteiligt, indem ihr zum Beispiel, wenn ihr Fehler seht auf der Plattform, sie uns mitteilt, Geduld habt, dass das natürlich dauern wird, bis man das ändert. Wir sind ein sehr, sehr kleines Team. Aber Ziel dieser Aktivität ist nicht, dass man dann sagt, da ist eine neue Plattform, ein neues Facebook oder was, sondern Ziel ist, dass wir Menschen miteinander uns auf Augenhöhe austauschen. Und egal unter was für einem Namen das dann passiert, Hauptsache es passiert. Die nächsten Schritte, die jetzt auf Facebook.fans stattfinden, sind, dass eure Spenden, die hier reinkommen, dafür auch vielen Dank, dass die dort einmal öffentlich publiziert werden und es wird dort genau publiziert, wofür das Geld verwendet wird, damit ihr auch seht, dass dieses Geld nicht für irgendeinen Schwachsinn sozusagen utilisiert wird. Das sind so die Dinge, die jetzt gerade ablaufen. Noch einmal, wir sehen das nicht als irgendein Ego-Spielchen von Corona-Datencheck oder von irgendeiner Organisation. Ich glaube, wir alle fühlen uns als Menschen und wir sind den Menschen verpflichtet. Da kommt ihr direkt auf diese Seite. Ja? Maske weg! Maske weg, ganz genau.